Oh, da ist schon der Bahnsteig. Ah, ich bin raus. Ich bin raus. Das gehört nicht mir. Oh, das wäre noch ein paar Meter gewesen. Scheiße. Oh! Oh, Vorsicht! Scheiße! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, und wow! Scheiße, was habe ich denn für einen Zug? warte. Wo bin ich denn hier? Lichtlein an. Ach, scheiße. Nicht gut. Oh, ey, warum machen die es aber auch hier so dunkel? Ja, okay, warte. Ich hatte ja letztens irgendwo... So, irgendwo hatte ich hier letztens, das war, glaube ich, hier gewesen. Da! Ah! Und damit hallo, herzlich willkommen! Einen wunderschönen guten Tag hier zu TSW2. Diesmal haben wir wieder ein Szenario erstellt. Ich bin mit der Class 375, der, na, ich sag jetzt mal, U-Bahn-S-Bahn aus London, aus der Southeastern Highspeed-Serie, unterwegs auf der Bakerloo-Line. Hatte ich ja schon so ein bisschen angekündigt. Und ja, bevor es hier gleich losgeht, wir werden mal hier so ein bisschen Generalschlüssel rein. Und Richtungswender, hä? Das Rattendränger, der Richtungswender war, glaube ich, hier. Auf vorwärts. Und ja, dann gehen wir mal jetzt hier wieder auf 0. Wunderbar. Der Druck baut sich jetzt hier erstmal langsam auf. Und jetzt können wir eigentlich Gas geben, das tun wir auch. Und wir werden beim nächsten halt kurz mal warten und hier nach und nach alles einstellen. So, Fahrgäste sind auch da, ein paar, ist ein bisschen dunkel hier, aber Lichtlein kommen gleich, okay, liebe Leute, Lichtlein kommen gleich und dann will ich mal gucken, wie das hier alles ausschaut, natürlich auch speziell hier in dem U-Bahnhof, so, ein bisschen abbremsen, ja, richtig schnell hier unterwegs und gucken wir mal, ach komm, ich fahr mal ein bisschen ran, ich weiß nämlich nicht, aber ich glaube, ich bin der Meinung, das passt da eigentlich auch nicht von der Höhe, können wir uns aber trotzdem mal ganz kurz mal angucken und schauen, wie weit das nämlich hier nicht passt. Und dann rasen wir hier einfach mal durch. Dann gucken wir mal, wie die Bahn hier mit der Linie verkehrt und ja, sich auch wiedergibt. So, halten. Ja, jetzt hier mal Richtungswender auf. Ach, den kann ich hier aber nicht manuell einstellen. Das ist ja ein bisschen sehr komisch. Rückwärts. Ein bisschen zurück. So, aus. Richtungswender wieder auf vorwärts. Schön, dass wir eigentlich immer noch jetzt hier rollen. Wir rollen hier immer noch. Und wieder vorwärts. Langsam, aber sicher. Die gehen aber auch hier gerade. Ich finde es immer erstaunlich, dass wir im Szenario, gerade in der Bakerloo-Line, irgendwie kommt mir das immer so ein bisschen vor, als würden wir hier richtig schnell unterwegs sein. Und vorsichtig ein bisschen ausrollen lassen. Ja, mal kurz den Größenunterschied hier gucken. Und halten. Sehr schön. Okay, dann stehen wir mal auf und gucken uns das Ganze mal hier an. Naja, also der würde schon rein theoretisch gesehen gut hier durchpassen. Es ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt, naja, wenn der Freund seiner Freundin irgendwie ein Angebot macht oder andersrum. Die Freundin macht dem Freund ein Angebot oder einen Vorschlag und manche Sachen sind einfach ein bisschen am Anfang etwas eng fürs Leben. Aber, naja, ist eben seine Sache. Lichtlein haben wir eigentlich hier doch an. Und da würde ich mal sagen, legen wir los. Wir haben zwei Haltestellen hier eingefügt. Das wäre zum einen im 5,2 Kilometer Marylebone Bahnsteig Nummer 1. Und zum anderen, ich glaube, noch irgendwann, da können wir uns mal gerne den Ablauf angucken, Council Green Bahnsteig und dann Harrow Wellstone Central Nebulize. Und dann gucken wir mal, was dann hier Schönes passiert. Wir geben einfach jetzt hier Gas. Einfach Vollgas geben. Wir gucken. Oh, oh. Ho, Schwein gehabt. So. Naja, gut. Ja, es ist... Obwohl, hier im Untergrund geht es immer. Das sieht halt richtig schick aus. Oh, war ich da erschreckt. Ha! Ja, die Bakerloo-Line ist halt auch so ein bisschen die Linie der Abstruitäten. Also der Zug ist ja wirklich so geschnitten für einen Tunnel. Und dementsprechend, das ist quasi so die Größe, das Volumen von der Bakerloo-Line. Sieht nicht schön aus.
Geht hier aber recht gut klar. Also eigentlich sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus. Nur, dass man hier viel mehr Plätze hat. Also ich finde es nicht schlimm. Das ist in Ordnung. Und der Zug fungiert hier eigentlich, muss man echt mal sagen, richtig gut. Dafür, dass wir jetzt hier schon 100 km/h drauf haben. Okay, wir sollten mal die Lichtlein hier irgendwo anmachen. Okay. Lichtlein hier? Wo sind denn eigentlich die Lichtlein? Die Lichtlein waren hier irgendwo gewesen. Tür, Fenster. Die waren. Oh. Wow. Wie viele Kilometer? Noch 4 Kilometer. Ah. Wow. Oh, Hilfe! Okay. Gut, das hat ja wieder einmal wunderbar geklappt. Zuallererst, achso, wir machen erstmal hier die Lichtlein an. Guck mal hier. Führerstand haben wir jetzt an. Zumindest ein Glück. Durch die letzte Folge weiß ich, wo noch hier was ist. Da ist nämlich der Generalschlüssel. Hier haben wir den Richtungswender auf vorwärts. Ich glaube, so 90 km/h könnten wir jetzt mal ausprobieren, dass wir durchweg mit denen durchfahren. Und Vollgas. Derweil kann ich mal kurz gucken. Wir hatten hier eigentlich. Hier oben war das, genau. Warte. Rücklichter, nein. Achso, ja, mach einfach an. Die Spitzensignale, da! Ne, Nachtmodus. Genau. Und Scheinwerfer, wo hat man denn die Scheinwerfer gehabt? Nee. Was? Ach, scheiße. Spitzensignale. Nachtfahrt. Nee, wie macht man Nachtfahrt? Ich glaube, dann ist eigentlich relativ viel. Hier hinten ist ja eigentlich alles in Ordnung. Die haben. Hoppala. Hups. Die haben ja Lichtlein. Das ist ja alles gut. Ist nur ein bisschen dunkel wegen der U-Bahn-Führung. Ha! Ja, doch, die Lichter funktionieren doch. Hoho! Sehr schön. Och, ein bisschen scary, wa? Achso, wir müssten mal hier vielleicht ein bisschen bremsen. Ja, bremsen, 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 bremsen. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, der bremst sie aber richtig schnell. Das ist geil. Also dieses Fahrverhalten auf anderen Gleisen ist mal ganz anders. Wir bremsen sofort, wir geben sofort Gas. Das finde ich ganz amüsant. Also Scheinwerfer haben wir dringe. Gut. Dann halten wir jetzt mal die Geschwindigkeit, wa? Mal sagen. Jo, die halten wir jetzt die ganze Zeit. Das ist sehr schön. So. Hallöchen, Hallöchen. Immer schön die Köpfe runterhalten, nicht, dass wir sie in den Kopf hier stoßen. Dann laufen wir einfach mal ein bisschen umher und gucken mal an, was der Zug hier natürlich für schöne Sachen macht, weil er ist natürlich ständig hier in Bewegung. Ach, guck mal, hier kommen wir jetzt auch nicht durch, aufgrund dessen. Wenn wir ducken, dann geht das. Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs hier in der Bakerloo Line. Wir wollen neue Sachen ausprobieren und testen. Schwein gehabt. Ja, da sind dann so manche Dinge, da kommt das Spiel wahrscheinlich auch nicht so gut klar damit. Zack. Und noch 3 Kilometer. Joa, 80 km/h, das haut auf alle Fälle sehr gut hin. Das ist so die Geschwindigkeit, mit der können wir hier richtig schön durchpesen. Wo sind wir? Ach, da. Hä? Ich bin doch gerade aufgestanden. Ja, das Spiel leckt jetzt so ein bisschen, aber ist auch egal. Die Führerstandbeleuchtung, wo kommt eigentlich das Licht her von der Führerstandbeleuchtung? Das ist ja wirklich ein bisschen sehr wenig. 2,5 Kilometer. Aber ist lustig. Komm, wir geben jetzt noch ein bisschen Gas hier. Wenn wir erstmal draußen sind, da können wir ja richtig, richtig viel Gas geben. Dann geht es dann richtig ab. Gucken, wir bleiben mal jetzt gleich bei 90 km/h. Mal gucken, ob wir da das schaffen. Geht denn so zu halten? Wenn wir erstmal draußen sind, dann sehen wir sowieso ein bisschen mehr von der Bahn. Dann ist auch alles ein bisschen lustiger. Tür ist verriegelt, okay. Und 1,8 Kilometer sind wir auch schon da. Jetzt nochmal hier richtig kommen. Wir geben jetzt mal richtig Vollgas. Die Bremsen ziehen ja hier sofort. Das ist ja perfekt. Ihr Graffiti-Sprayer, Achtung, Achtung, Zug kommt.
1,5 Kilometer. Hoppala, bremsen wir mal hier so ein bisschen ab. Also es geht. Es ist gut. Ja, das Einzige, was auf der Baker Luna immer ein bisschen doof ist, ist halt wirklich, dass wir ja ab und zu hier in solchen Tunnel sind. Dann ist das natürlich alles so abgehakt. Hier oben ist wieder alles geil. Können uns ja mal, hoppala, die Karte hier angucken. Da vorne ist auch schon. Hier wird es jetzt gleich ein bisschen lustiger. Und dann schlängeln wir uns den Weg und hier können wir mal richtig schön Vollgas geben. Da sind wir aber auch schon draußen. Also eigentlich beinhaltet die Strecke gar nicht so viel Strecke im Untergrund. Also es ist eigentlich auch relativ viel außerhalb. Es sind halt viele Haltestellen, aber wenn wir jetzt einfach mal jetzt auf die Stelle hier durchfahren, das waren jetzt eigentlich gerade mal nur 5 Minuten ungefähr gewesen. Lalalala. Passt das schon? Boah, wee, wee. Das ist ein bisschen scary hier. Und schon der nächste Halt, da kommt er schon. Okay. Dann gehen wir mal langsam hier auf die Bremse. So, meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächste Halt ist Marylebone. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach, das klingt doch richtig gut. Und perfekter Halt da vorne. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ladies and Gentlemen, the exit on your left side. Thank you. Oh, Fenster wollte ich jetzt nicht aufmachen. Ist ein bisschen hoch, ich weiß. Da musste also Rollstuhlfahrer müsste jetzt da raufspringen. Ist ein bisschen doof, aber egal. Wie kosten der Zucken generell hier rein? Der hat ja auch hier nur eine Maximallänge, die erlaubt ist. Na komm, da hätte er ja noch ein bisschen mehr raufgepasst. So ist ja nicht. So. Okidoki. Cancel the Green. Da fahren wir jetzt weiter. Und das müsste auf alle Fälle ein Bahnhof sein. Da sind wir schon längst draußen. Yes, you can do it. The only thing you have to do is hops. Come on. Make hops. I show you again. Hops. Ha. No? Okay. Have a nice day. Wir können ja auch so machen. Es ist geil, dass wirklich nach 200 Folgen, beziehungsweise nach so vielen Folgen bei TSW2 schon alleine, erst entdeckt habe, dass wir hier wirklich mit dem rechten Stick, wenn wir da drauf drücken oder gedrückt halten, dass wir denn uns in den Führerstand katapultieren oder teleportieren können. Coole Sache. So. Das ist jetzt hier die nächste Strecke. Ich weiß nicht, ab wann es denn eigentlich hier rausgeht. Ich denke mal ab hier ungefähr. Gehen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Gas, so 80 km/h. Und dann setzen wir uns mal kurz mal ein bisschen zu den Fahrgästen. Gucken uns mal aus deren Sicht ein wenig an. Und dann ist in Ordnung. So, Vorsicht. Jetzt machen wir hier gleich so einen kleinen Wallride. Ne, das geht eigentlich. Okay. Speichern wir nochmal vorsichtshalber ab. Hallo? Lass mich doch mal hier raus. So, jetzt aber. Ha! So, kurz mal abgespeichert. Jetzt ist aber. Ach, ich sehe manchmal immer hier nicht durch. So, jetzt aber. Gut, ja, gucken wir es mal an. So, kann ich mich durchsetzen? Oder ist das. Ne, ist nicht genehm? Okay, alles klar. Zu wem kann ich mich denn setzen? Hey Mäusekin, ich setze mich mal zu dir, ja? Hallöchen! So, wir haben noch ungefähr 3,7 Kilometer. Gucken wir uns mal aus der Sicht so ein bisschen an. Sieht auch ziemlich wild aus, würden jetzt die Jugendlichen sagen heutzutage. Boah, wilder Ritt, Dude. In Sachen Szenario erstellen muss man halt auch sagen, dass die Backline einfach nicht dafür gemacht ist. Wenn ihr aber irgendwie Lust habt, dass wir zum Beispiel mit irgendeinem Zug irgendwo fahren sollen, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, was geht. Müssen wir mal gucken, gerade was Zuglänge anbelangt. Aber schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wo soll welcher Zug fahren. Ich würde mal ganz gerne wahrscheinlich den hier auch in Deutschland ein bisschen fahren lassen. Der ist dafür gut konzipiert und sieht bestimmt auch richtig schick aus. Gerade auch mit dem 2-Waggon
Verhältnis, zwei Waggonzug, sage ich jetzt einfach mal, also doppelten Länge. Hier haben wir jetzt irgendwas mit 89 Meter und zusammengekoppelt über 170 Meter. Passt hier leider aber nicht mehr rauf. Ansonsten ist es natürlich immer ein bisschen doof, wenn du hier im Untergrund anfängst. Es ist stockduster. Ich habe vorhin mit der Class 659 angefangen und da war alles duster gewesen. Ich habe gar nichts gesehen. Da hat es nur gepiept. Ich glaube, das stelle ich auch hier in dem Video mit rein. Da hat es aber nur gepiept und es war katastrophal gewesen. Naja, you know, sometimes the life is hard, but you have to be hard to the life. Motivation von Waldemar van der Lock auf Englisch. Ja, das klingt schon so wie so ein extrem krasser Sportler. Oh, wir rollen hier nur noch, wa? Zack. Nö, 69 haben wir noch drauf. Nochmal Vollgas. Der nächste halt, der kommt erst da hinten. Oh, guck mal, hier können wir mal richtig, richtig Gas geben. Hier kommen wir aber auch schon wieder raus. Ich glaube, jetzt kommen wir einmal nur mal um die Biege hier rum. Mal gucken, wie das jetzt hier abgeht. Das glaube ich nicht ganz so gut. Machen wir hier wieder auf Aus. So, ja. Jetzt geht es dann einmal da rum und dann katapultiert es uns eigentlich schon in wenigen Metern. Guck, hier. Und jetzt können wir. Obwohl, hier müssen wir aufpassen. Ach, egal. Ha, no waste, no fun. Und dann geht es auch schon wieder raus. Da hinten ist doch ein Bahnhof. Nee, da geht's raus, wa? Ha, da geht's raus. Freiheit! Wuhu, wir sind da! Ich auch süß. Aber schade, dass wir uns nicht hier hinsetzen können. Bei manchen Zügen kannst du dich dann hier hinsetzen und dann kannst du hier schön rausluken. Sieht dann ungefähr so ein bisschen so aus. Wee! Klappt nicht ganz. Oh, hier können wir jetzt mal richtig schön Gas geben. Oh. Ja! Das Schöne ist jetzt. So, jetzt können wir endlich mal die Kameraperspektive hier verwenden. Guck mal, das sieht richtig schick aus. Der passt hier richtig gut rein. Also oberhalb passt er hier richtig gut rein. So, nächster Halt. Schon mal hier abbremsen. Ich hoffe, passt das noch. Meine Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächster Halt ist Kensal Green Bahnsteig. Ladies and Gentlemen, dear passengers, the next stop is Kensal Green Bahnsteig. Ja, ich habe auch nur zwei Bahnhöfe eingefügt, jeweils einen drin und einen draußen, um einfach das so ein bisschen zu zeigen. Wenn ihr aber Lust habt, wir fahren hier nochmal auf der Bakery Line, aber vielleicht nur draußen, weil es ist wirklich ziemlich stimmig. Es passt ja. Die Class 675 passt hier mega gut in die Bakery Line rein. Aber natürlich finde ich persönlich nur, wenn wir auch hier draußen sind. Alles andere macht keinen Sinn. So, ja, Bremspunkt aber voll verpasst. Uah. Oh, guck mal, selbst hier in den Tunnel, da passt er dann richtig gut rein. So. Machen wir kurz mal nochmal rückwärts fahren. Um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie gut es hier wirklich harmoniert mit dem Bahnhof, finde ich. Rückwärts. Ah, noch ein bisschen rollen, rollen. Und jetzt bremsen. Okay, Fahrtrichtung natürlich nach vorwärts. Null, und dann gucken wir uns mal ganz kurz mal an. Das sieht so schick aus, der passt so gut rein. Warte mal, guck mal von hier. Rauf. Mega, der passt so geil hier rein. Ja, und hier haben wir auch dann den Beweis. Die Bakerloo-Line. Also, die Zeichen sind so nach der Bakery-Line. Kensal Green. Ah, schöne Position. Okay, ja, hier sehe ich gar nichts. Oh! Hier waren auch Zeitungen gewesen. Ja, die gibt es auch bei der Bakery-Line. Habe ich nie gemacht. Okay, gut. Dann gehen wir mal Gas und dann geht's weiter. Volle Möhre rein. Dann fahren wir jetzt nämlich zur Endstation. Harrow and Wheelstone Central. Nebengleis. Ich speichere nochmal vorsichtshalber ab, denn ich will mal gucken, was wir hier an Geschwindigkeiten aufwarten können. Denn die Strecke, die geht eigentlich. Die können wir wirklich mit voller Geschwindigkeit durchbrettern.
Es ist ungefähr 10 Kilometer. Und dann haben wir es hier geschafft. Also, ich finde es gut. Ich finde es schick. Draußen, ja, dränge natürlich wieder nicht, weil das da alles so zugestimmt ist zu dieser sehr komisch geformten Untergrund im Bakerloo Line. Gefällt mir halt persönlich nicht. Aber ansonsten sehr stimmig dieser Zug hier. Gibt zwar hier so ein bisschen seine Macken, weil der Zug halt auch nicht für die Strecke so konzipiert ist. Aber ist egal. Ui! Bin der König dieser Welt! Hoppala. Hallo? Ja? Na, lass mich. Hallo? Na, da guckst du, wa? Ma, ja, muss ich gerade sagen. Wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Jetzt wird es nämlich. Jetzt müssen wir uns auf alle Fälle hier so ein bisschen vorbereiten. Das Allerschlimmste. Hoppala. Weil es ist, glaube ich, auch so. Ah, nein, da vorne kommt auch nochmal eine Stelle. Da wird es ein bisschen tricky. Ja, mit dem ICE können wir natürlich hier nicht lang fahren. Das wäre natürlich auch lustig gewesen. Aber wir haben hier, glaube ich, nur eine Maximallänge. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch nur eine Haltestelle von 140 Metern, so in dem Bereich. Ansonsten ein, zwei Haltestellen mit 130 und dann knapp über 120 und unter 120. Guck mal, und das sieht wirklich schick aus. So schön, wie die hier reinpasst, das hast du nicht überall so. Passt natürlich ja auch der Zug England oder Englisch-Britisch. Die Station auch englisch-britisch, von daher passt das natürlich mega gut rein. Aber was wird denn hier eigentlich? Maximal, glaube ich, 150 km/h haben wir in der letzten Folge erreicht. Da vorne wird es nochmal richtig lustig. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächster Halt ist Harrow Woodstone Central Nebengleis. Also, eigentlich ist ja kein Halt. Wir halten da irgendwo, glaube ich. Ja, und für euch gesehen, wenn ihr Lust habt, dass wir zum Beispiel die Hauptstrecke Hamburg-Lübeck spielen, weil viel kommt hier nicht mehr. Obwohl, doch, da noch die eine Kurve. Okay, halt euch mal fest. Wow. Wie sieht das denn hier aus? Ja. Oh. Wow. Der Zug, der hat Grip auf alle Fälle. Nee, aber falls ihr die Hauptstrecke Hamburg-Lübeck gerne sehen wollt, dann gebt den ganzen mal hier ein Like. Schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich auch Bescheid. Und das wäre mega, wenn ihr einfach mal Videos teilen könntet. Also, falls ihr jemanden kennt, der solche Sachen gefallen könnte, der vielleicht ein bisschen bespaßt werden möchte, dem geht's nicht so gut, der ist traurig. Ich bin so ein bisschen der Clown der Nation. Also, dann schickt das einfach mal an eure Freunde. Und im Juni, denke ich mal, kommt dann Lübeck, Hamburg, das habe ich mir auch angeguckt. Und allen voran, im Sommer ist ja schon Rush Hour angekündigt. Ein etwas größeres DLC, ein größeres Add-on von TSW 2. Da bin ich schon ziemlich doll gespannt, was da auf uns zukommt. Und ja, dann war es ja auch gewesen, weil die Strecke, die führt auch noch geradeaus. Ich weiß nicht, wo wir halten müssen. Ich weiß nicht, wo wir die Fahrgäste rauslassen müssen. Wir halten eigentlich hier nirgendwo so richtig, sondern wir fahren einfach immer nur durch. So wie hier. Gerade mit 170 km/h. Läuft bei uns. Und ja, andere Strecken werden wir schon auch noch ausprobiert. Falls ihr irgendwie Lust habt, welche Züge ich wo fahren lassen soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Soll ich euch zum Beispiel einfach mal wirklich mal ein komplettes S-Bahn-System aufbauen? Hier alle 5 Minuten eine S-Bahn. Oder halt auch hier die Class 375. Dann, ey, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir machen das Beste daraus. Ab und zu mal ein Szenario hier wieder. Zum Beispiel die Southeastern High Speed wird jetzt ein bisschen gespielt. Und ab und zu erstellen wir unser eigenes Szenario und haben Spaß. Ne? So machen wir das. So. 1,4 Kilometer. Ansonsten, ja. TSW, werden wir halt immer so wieder gucken. Also, wie gesagt, Hauptstrecke Hamburg-Lübeck auf alle Fälle. Und ja, denn beweisen wir einfach, dass wir hier der beste Zugführer sind. Ich weiß, viele sind halt richtig leidenschaftliche Zugfans, aber ich glaube, ich zeige hier mittlerweile durch meine ganzen Folgen, dass ich hier wirklich der beste Zugführer bin. Oh, shit, 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 shit. Fuck. Oh. Ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, war es das gewesen. Ich habe mal wieder bewiesen,
So schlecht bin ich gar nicht. Ich weiß, es gibt viele Leute, die haben eine riesen Leidenschaft. Die spielen das mit ganz viel Gefühl und Liebe, sowas, so solche Zugspiele. Ich bin echt ein riesen Noob und ich glaube, das macht mich halt auch so ein bisschen sympathisch. Aber ich glaube, ich zeige so mittlerweile, dass ich wirklich, ja, so ein bisschen meine Fortschritte mache. Und deshalb, ja, sind wir jetzt auch... Oh, scheiße. Aussteigen! Wow, Schwein gehabt! Oh, fuck! Nein! Ah! Oh, scheiße! Die Bremse! Die Bremse! Ah, Mist! Ah, Kacke! Leute! Köpfchen runter auf die Knie! Wir legen gleich... shit! Köpfchen runter, bitte! Alle Sicherheitspositionen einlegen, wir werden hier gleich ein bisschen verunfallen. Schnell runter. Oh fuck. Hopp, runter mit euch. Ich bin raus. Wenn mich jemand sucht, ich hab mich kacke gerettet. Oh. Okay. Das geht nicht gut. Fuck. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächste Station ist die Endstation. Es gibt zwei Sachen. Positive ist, wir kommen pünktlich an. Negative ist, ja, wie manchmal so ist, technische Störung. Deutsche Bahn manchmal, jetzt auch hier in Großbritannien. Die Bremsen funktionieren nicht und wir fahren durch. So weit wie es geht. Und ich glaube, das ist nicht mehr lang. Oh, fuck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, wir haben folgendes Problem. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen sagen soll. Sind Sie schon mit Fahrrad einen Berg runtergefahren? Anstatt 25 fahren Sie 60 km/h und die Bremsen ziehen nicht mehr. Genau das Problem haben wir jetzt. Wir fahren 170 km/h, wir müssen ungefähr 600 Meter zum Stehen kommen. Und das passt nicht so ganz. Also von daher, ja, bitte festhalten. Ich glaube, das geht hier gleich nicht gut. Ich setze mich mal zu euch. Okay, Mäuschen, ich setze mich mal zu euch. Keine Angst, es wird alles gut. Ja. Wow. Waldemar, wach auf. Du musst bremsen. Ich will aber... Oh Gott, das will was. Bremsen? Oh, ja, alles klar. Ja, ich bremse schon. Bremse, Notbremse. So. Fahrgäste. Nein, eingeschlossen. Scheiße. Tür auf. So, liebe Fahrgäste, nächster Halt. Verpasst mir ein bisschen. Ich bin nicht eingeschlafen. Technische Probleme, aber alles ganz normal. Routine. Ich krieg das schon hin. Dear Passenger, Technical Problems. I'm a hero. I'm a Superstar. Gott, ich bin wirklich ein bisschen eingeschlafen. Ein bisschen. Sabber noch einen Mundwinkel. Hab ich schlecht geträumt? Ich hab aber genau diesen Traum gehabt. Oh, Scheiße. Halt an. Oh. Los, brems ab. Oh, der hört's auch vorne auf. Egal, es tut mir leid. Ich schaff das. Ich halte den Zug auf. Nein. Ich halte ihn auf. Wow. Ich bin der Retter. Geil. Ich hatte zwar meine Beine jetzt verloren, aber ich habe hunderte Passagiere gerettet. Und damit bin ich der beste Zugführer, Lokführer und Eisenbahngesellschafter dieser Welt. So, liebe Leute, das war's gewesen. Ja, das war jetzt sehr aufregend am Ende gewesen. Ich habe gedacht, wir halten da und dann halten wir da nicht. Dann fahre ich weiter und doof gelaufen. Und wir haben schlecht geträumt. Aber egal, ich hoffe, ihr habt angenehme Träume die nächsten Tage und habt eine schöne Woche. Bleibt auf alle Fälle gesund, macht's gut und immer, wie gesagt, verliert nie euren Humor, nie euren Spaß. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Au revoir, goodbye und auf Wiedersehen. Wir werden uns bald wiedersehen. Nur ein kurzer Augenblick, mehr ist es nicht. Also sei dabei, schalt ein, wenn es wieder heißt. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald. Müssen wir hier wieder raus, so. Oh, da ist schon der Bahnsteig. Ich bin raus, das gehört nicht mir. Oh, das wäre noch ein paar Meter gewesen. Scheiße.
Oh! Oh, Vorsicht! Scheiße! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, oh. Shit. Komm, werd langsamer, werd langsamer. Ja, nein. Ach, scheiß drauf. Ich muss die Leute hier retten. Los, ah, los, lauf, 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 lauf. Ich halte den Zug auf. Ah, ich halte den Zug. Oh, ich halte den Zug nicht auf. Doch, ich halte ihn auf. Ah, bleib stehen, bleib stehen. Wow. Ich hab mal aufgehalten, sage ich jetzt einfach mal. Okay, liebe Leute, das war sehr knapp gewesen. Guck mal, da passt nicht mehr viel durch. Wie geil. Gut, liebe Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss.